Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja Freunde, was haben wir heute auf dem Grabentisch? Ein vielfacher Zuschauerwunsch. Heute ist es uns nämlich gelungen, mal das Jefer Fun hier auf den Grabentisch zu stellen, nämlich die alkoholfreie Variante. Wir hatten ja schon mal kürzlich das Light gehabt. Da waren ja, glaube ich, 2% Umdrehungen drin. Hier haben wir 0,5% Umdrehungen drin. Ja, friesisch herb, das kennen wir schon. Manche mögen es nicht, weil es halt extra so herb ist. Ihr wisst, ich liebe diese herben Biere. Und aus diesem Grund bin ich mal gespannt, was jetzt hier diese alkoholfreie Variante tatsächlich zu bieten hat. Ich bin wirklich gespannt und immer wieder auf der Suche nach was Neuem. Ich kenne es selber noch nicht. Ich habe es noch nie getrunken. Ich dachte immer bei Fun oder so, das ist irgendwas anderes. Irgendwie bei Fun hört sich so ein bisschen komisch an. Allerdings, so soll das wohl sein, diese Zielgruppe hier, warum man das so gemacht hat, das soll wohl diese Dynamik irgendwie ausmachen, so Fitness und so halt, ne? Fun, Party halt, so in diese Richtung geht das. Ja, sagte ich schon, 0,5% Umdrehungen ist drin. Wasser, Gerste, Malz, Hopfen. Ja, Gärungskohlensäure ist klar. Und ja, friesisches Brauhaus. Ich bin gespannt, Freunde, was das jetzt hier drauf hat. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Ich würde sagen, machen wir mal auf. So. Ist eine grüne Flasche, ihr wisst Bescheid. Noch müssen wir mit dem Greenscreen leben. Ich arbeite aber dran, dass wir das auch bald in den Griff bekommen. So, die Cap ist übrigens auch grün und steht auch drauf Jefer Fun. Ja, so wird das Ganze dann aussehen. Auch sehr schön, hat eine eigene bekommen, hatten wir noch nicht. Entspannungsverdampfung, ja, kommt raus und ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Mal wieder Bier durch, kommt frisch aus dem Kühlschrank. So. Was haben wir denn da? Ja, sieht erstmal aus wie ein Bier. Finde ich schon mal gut. Sollte so aussehen. So, zwei Fingerbreite Blume. Völlig in Ordnung. Fein bis mittelporig. Paar Luftbläschen sind drauf. Ja, zerplatzen, begrüßen ein. Keine Kraterbildung. Wunderbar. Und wenn wir das Ganze schwenken tun, sehen wir auch, bleibt ein bisschen. Da. Oh, da kommt es aber raus, ne? Da kommen wir gleich zu. Ja, und wir sehen auch schon, wie gesagt, das Blümchen. Das bleibt 90 Sekunden Standard im Glas stehen. Locker. Schaut's an. So schaut's aus. Sehr kompakt. So sollte das sein. So, bevor wir zu diesem unglaublichen Geruch kommen, werden wir jetzt erstmal hier kurz uns anschauen, was wir da im Glas haben. So, da haben wir nämlich ein schönes strohfarbenes Getreide, Gold tatsächlich, so würde ich es bezeichnen. Durchaus ein bisschen heller, nicht ganz so dunkle Malzsortenverwendung hier gefunden. Schwebeteilchen entdecke ich keine, Karbonisierung eher im durchschnittlichen Bereich. Ja, ein paar kleinere Pärchen sind da, schön gleichmäßig kalt ab. Sieht natürlich dementsprechend spritzig aus, finde ich schon mal ganz gut. Blumenteppich, keine Risse, keine Löcher und ja, Karbonisierung, alles vorhanden, so wie es sein soll, Freunde. Sieht nicht verwässert aus, eher so ein bisschen tiefer sogar. Grund auch solide, ich würde sagen, so muss ein Bier aussehen, aus diesem Grund ganz klar 6. von 5/6 möglichen Punkten. Krone-Bewertung deshalb, weil ich finde, es macht sich sehr, sehr gut. Es passt irgendwie, ne? So ein alkoholfreies Bier. Das darf gerne so aussehen. Ich finde das gut. Und schaut euch mal den Blumenteppich an, Freunde. Der ist immer noch vorhanden. Und die 90 Sekunden sind längst um. Also das ist wirklich so für Flaschenbier. Top. So, dann wollen wir mal riechen, Leute. Und das ist ja wirklich hier, wow, das breitet sich hier gerade richtig so aus. So dieses friesische Herbe, wo ich immer sage, steht ja auch drauf auf dem Etikett. Und das ist natürlich toll. Na, das ist natürlich schön hier. Ja, voll intensiv, ne? Das steigt einen sofort in die Nasenflügel auf. Wunderbar, genau das mag ich. Einfach, schlicht, so wie es sein sollte. Für ein alkoholfreies, muss ich sagen, ist der Malzkörper allerdings nicht so nach vorne tretend, eher gediegen, schön linear gehalten. Ne? Wir wissen ja selber, gerade bei alkoholfreien, das ist ja oft so, dass der Malzkörper schon sehr getreidig, wo es ist immer, wo ich sage, das Getreidesilo nach vorne kommt. Hier ist es eher so ein bisschen dezenter, schön linear, schön ehrlich, schlicht. Wunderbar. Und das Herbe, das Ganze vom Hopfen natürlich rausriechen. Ja, sehr schönes Bouquet, sehr ehrliches Bouquet, ist angenehm dran zu riechen, riecht nach Natur tatsächlich auch nach Bier, so muss es sein. Und nun fehlt nur noch der Antrunk. Freunde, da haben wir Bock drauf. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss.
Oh ja. Oh doch, jetzt kommt er durch. Bisschen verspätet. Aber ist ja auch interessante Textur, ne? Da muss ich doch glatt nochmal Nachdruck nehmen. Ja, also. Ey. Ich weiß nicht, Freunde. Ist das jetzt wirklich da so gut gelöst, wie sie das gemacht haben? Ich bin skeptisch. Ich überlege gerade, ob das zusammenpasst, was wir hier haben. Alle kennen ja das Jeferpilz normal. Ne? Das Friese Scherbe. So. Das ist ja so das Bekannteste, wo ich immer, wenn man sagt, so norddeutsche herbe Biere, dann würde dieses garantiert ein Platz 1 genannt werden. Also so ein Vorzeigebier halt. Ne? Viele schreiben hin in den Kommentaren, ist viel zu herb und so. Das ist, muss man mögen, wie gesagt, dieses Herbe. Das ist schon klar. Beim Pilz funktioniert das auch. Hier jetzt bei der alkoholfreien Variante, da kommt der Malzkörper tatsächlich durch. Aber erst ein bisschen später. Und wenn dann aber schon die Herbe tatsächlich auch schon ansetzen tut, dann kreuzt sich da etwas, wo ich der Ansicht bin, das verträgt sich jetzt nicht sehr geschmacklich. Also das ist schon sehr experimentelle Herausforderung für den Gaumen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da muss er schon wirklich belanglos, sage ich mal, trinken, nicht konzentriert, so dass man das darauf klarkommt. Ne? Weil das ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn man dann so was Liebliches, Getreidiges, Nussiges tatsächlich herausschmecken kann und das Ganze dann ummantelt wird von einer wirklich doch eher krassen Herbe, sage ich mal. Das ist dann schon, selbst für Industriestandardverhältnisse, schon ziemlich krass. Ich weiß, dass das Fun sehr beliebt ist, aber da muss man, wie gesagt, ne, dann ist das auch eher so dynamisch halt. Ne? Und da sind wir auch schon bei den Attributen. Tatsächlich ist das Jefer Fun ein sehr dynamisches Bier. Da hat einen verdammt guten Zug drauf. Und ich glaube, das ist auch gut so. Weil wenn das jetzt ein gemütlicher Kandidat wäre, wo man wirklich nur dran nippen tut, dann könnten diese sehr intensiven Geschmackskomponenten tatsächlich eher ins Negative umschwenken. Ja? Weil das ist schon gewöhnungsbedürftig. Also da ist so... Stellt euch mal vor, ihr habt ein Stout und dann würdet da hier so eine krasse, also vom Malzkörper her, ne, so ein klassisches, schönes Stout und dann würdet da hier so eine Herbe zum Beispiel da reinballern. Dann wäre dann auch ein bisschen merkwürdig, oder? Und das Ganze ohne Fruchtigkeit oder Ähnliches. Also das wäre schon irgendwie heftig. Aber gut, wir wollen aber noch mal ein bisschen reingehen. Da gehen wir mal rein hier, komm. Ja, im Mundraum natürlich sehr angenehm. Ja, ich sag mal, wenn man das schnell runterschluckt, dann merkt man das auch nicht. Aber wehe, du lässt das ein bisschen länger im Mund. Ja, sag mal, so richtig so das. Macht das, probiert das mal. Lasst mal hier so richtig lange auf der Zunge liegen, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Ne? Dann kommt so wirklich so dieses Getreidige vom Malzkörper tatsächlich durch, ne? Und es automatisch, liegt in der Natur der Sache, da ist halt Lieblichkeit drin, ne? Und dann kommt so dieses Herbe, so was es so komplett so übermantelt. Und dann entsteht mit der Speichelproduktion natürlich dann so eine gewisse Säure. Und das ist schon fast ein bisschen unangenehm, finde ich. Also, was lernen wir da draus? Das Jefer Fun ist ein Bier, das sollte man möglichst schnell trinken. Gut gekühlt und dann so zack, richtig in die Dynamik reingehen und schön runterschlucken. Kratzt nichts, beißt nichts, juckt nichts. Wunderbar kann man machen, ist auf jeden Fall spritzig und erfrischend. Und das erwartet man ja auch bei einem leichten, alkoholfreien und sehr flachen und schlanken Bier. Nicht wahr? Da ist der Körper nicht aufgebläht, nicht gehaltvoll, nicht so gut gewürzt. Das ist ja völlig normal. Ne? Deswegen also eher Dynamik tatsächlich richtig ausnutzen, ansetzen, zack und weg ist es. Nur nicht zu lange im Mundraum gehalten und nach irgendwelchen feineren Nuancen suchen, weil das wird einem dann tatsächlich zum Verhängnis. Das ist dann schon übel. Also ich würde es auch nicht empfehlen, übrigens mit einer mediterranen Gleichkommst. Ich dachte gerade, da kommt so eine Blase raus, weil sie hochgestiegen. Ist übrigens auch kein Kandidat, den ich jetzt unbedingt so mit Pasta Frutti di Mare oder so mit Meeresfrüchte, Fisch oder so, dass das sehr ungeeignet für. Ja, weil das einfach zu dominant ist im Geschmack. Ja, jetzt kommt auch ein bisschen raus, ja. Ja.
Gewagt, sehr gewagt, das IFA-Fun. Gut, Freunde, fassen wir zusammen. Ja, ganz klar, Industriestandard natürlich, machen wir uns nichts vor. Hedonistischer Hochgenuss bleibt hier natürlich aus. Hm? Nur zu empfehlen wirklich für Leute, die herbe Biere mögen und davon auch die alkoholfreie Variante, dann sind die hier wirklich bestens beraten mit. Für alle anderen, die sagen, nee, um Gottes Willen, dieses Herbe, das ist mir ja schon bei dem Normalen, bei dem Pilz so unangenehm, der wird jetzt hier noch größere Probleme haben, weil hier, wie gesagt, der Malzkörper eben schon ein bisschen ausgeprägter ist, weil es eben alkoholfrei ist. Da kommt halt noch eine gewisse Lieblichkeit mit und wenn sich das kreuzen tut, dann gibt es eine böse Überraschung, weil dann wird es ziemlich sauer, noch herber und unangenehmer auf der Zunge. Da muss man also aufpassen, wenn ihr das trinkt, dann möglichst zügig als Durstlöscher, dann seid ihr damit wirklich bestens beraten. Ansonsten von den Attributen allgemein, was soll ich groß sagen, also das Grund auf solide Rohstoffqualität ist soweit in Ordnung. Hier ist kein Hopfenextrakt drin, passt auf jeden Fall schon mal soweit und ja, absoluter Industriestandard halt, ne? Das ist okay, das kann man anbieten, da macht man nichts viel falsch, wenn man jetzt wie gesagt ja, auf diese eher intensiveren Aromen steht, dann sollte das soweit passen. Müssen wir noch bewerten, ich sag ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Problem mit dieser Kreuzung, die ist mir ein bisschen zu strange, ein bisschen zu heftig, aus diesem Grund gebe ich da mal einen Punkt Abzug. Schweren Herzens, aber ich sag mal so, ich gebe jetzt mal eine 4 noch raus. 4 von 5 / 6 möglichen Punkten, das ist mir tatsächlich wert. Das normale Jefer würde ich jetzt tatsächlich sogar schon mit 5 Punkten ansetzen wollen. Aber im Bereich alkoholfreie und in dieser Kategorie muss ich ganz klar sagen, da gibt es tatsächlich Interessanteres. Also da hatten wir schon einige gehabt, alkoholfreie, selbst aus dem Discounter, die mich persönlich mehr angesprochen haben geschmacklich. Ja, weil das ist mir ein bisschen zu experimentell speziell. Gut, damit ist Biersüffler draußen. Ich sage wie immer, schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.